Was diese süße Panda mit Gold und Silber zu tun hat, sehen Sie gleich. Bleiben Sie dran, bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie noch dabei sind. Und hier ist aber ein kleiner Panda-Bär. Darum geht es jetzt auch, und zwar um die neuen Silber, China Panda Silbermünzen, und um die Gold Panda Münzen. Ja, warum macht es denn Sinn, auch mal was anderes zu kaufen? Weil die meisten Kunden kommen ja und sagen, ich will die normalen Anlagemünzen wie Maybelline, Wiener Philharmonika, Krügerrand, Australian Kangaroo, American Eagle kaufen. Warum macht es Sinn, auch mal was anderes zu kaufen? Aus dem Grund, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wie der Silberpreis 70% gefallen ist, dass gerade diese Sondermünzen sich oft im Preis gehalten haben und sogar teilweise noch gestiegen sind. Ein schönes Beispiel ist hier jetzt dieser China Panda. Der China Panda, fangen wir mal mit Silber an, den gibt es seit 1983. Der wurde damals mit einer Erstauflage aufgelegt von 10.000 Stück. Und ich habe da auch ein schönes Chart gefunden. Und da sieht man sehr deutlich, dass der China Panda von damals, 1983, hat 9 Euro gekostet. Und der wird teilweise jetzt gehandelt für 1.000 Euro. Also eine verrückte Wertsteigerung. Und mal ehrlich, auch wenn es 300 Euro sind, ist es extrem viel. Warum natürlich? Weil es mal was Besonderes war. Weil die Auflage damals sehr klein war, 1983, 10.000 Stück ist gar nichts. Und deshalb hat er dann so eine Preisexplosion erlebt. Was ist noch spannend? Warum macht es Sinn, diesen China Panda zu kaufen? Er hat ein jährlich wechselndes Münzbild. Das ist auch schon mal was Tolles. Wenn man ein jährlich wechselndes Münzbild hat, kann das sein, dass man später vielleicht erfährt, dass gerade dieses Münzbild besonders begehrt ist und auf einmal ganz andere Preise erzielt auf dem Markt. 2016 haben die Chinesen das System geändert. Die meisten Silbermünzen, oder ich glaube fast alle, werden in Unzen berechnet oder gewogen. Und zwar eine Unze ist 31,1 Gramm. Die Chinesen machen das ein bisschen anders seit 2016. Und zwar, da ist jede Münze nicht mehr im 1-Unzen-Format, sondern im 30-Gramm-Format. Im Silber genauso wie im Goldbereich. Was macht die Münze auch noch besonders? Die ist gekapselt, und zwar sehr, ja, sehr schick gemacht, nämlich konisch nach außen geformt. Das können Sie jetzt natürlich nicht spüren, aber kommen Sie einmal vorbei, dann zeige ich es Ihnen gern mal, dass Sie sehen, was das für einen haptischen Effekt hat. Also die wölbt sich nach außen, ist wirklich schön anzufassen. So, was vielen Kunden auch richtig, was die richtig gut finden, ist, dass der China Panda, der kommt jetzt so in so einer Kunststoffdose, wie Sie es vielleicht von Maybelline kennen oder von Wiener Philharmonika oder von fast allen Silbermünzen, sondern der China Panda kommt an der Tafel. Die Tafel sieht so aus. Ja, und da sind momentan 15 Stück drin, sehr schick gemacht. Wenn man das aufmachen will, dann klappt man diese Teile hier auf und das Ganze lässt sich öffnen. Und siehe da, ich kann die Münzen sehr einfach rausnehmen und habe natürlich da auch eine leichte Lagermöglichkeit. Ja, das ist eine andere Form der Stapelung, wie Sie es vielleicht von den normalen Silbermünzen kennen. Also wirklich spannende Geschichte. Der ist natürlich immer ein bisschen teurer als jetzt ein Wiener Philharmonika oder ein Maybelline. Klar, muss er auch sein, weil gekapselt, aufwendig gemacht, Münzbild, immer einmalig, jedes Jahr ein anderes Münzbild. Wie sieht die Auflage momentan aus? Die Auflage, die ist jetzt im Jahr 2020, wenn wir circa bei 10 Millionen Stück sein. Vor 2-3 Jahren waren es noch 8 Millionen Stück. Und wenn Sie mal betrachten, dass in China gibt es ja auch mittlerweile 300 bis 500 Millionen Menschen, die diesen Wohlstand haben. Und vor ein paar Jahren hat ja die chinesische Regierung ihre Bevölkerung aufgerufen, kauft kein Sparbuch, sondern kauft Silbermünzen. Und dann ist natürlich 10 Millionen schon sehr klein, weil diese China Panda werden weltweit verkauft. Also neben China auch natürlich alle anderen Länder. So. Ja, jetzt haben wir gerade unseren Silberpanda angeschaut. Schauen wir uns mal gemeinsam den Goldpanda an. Der Goldpanda ist natürlich kleiner, weil die Dichte bei Gold ja höher ist als bei Silber. Das sehen wir gleich nochmal etwas genauer. Also wirklich einiges kleiner als der Silberpanda. Aber der China Panda Gold, da möchte ich Ihnen noch eine kleine Geschichte erzählen, die mir letztens passiert ist. Ich war letztes Jahr im Dezember beim Bahnhofskiosk in Haßfurt, habe einen Auktionskatalog in der Hand gehabt
und sehe, dass dann China Panda versteigert wurde. Und zwar eine halbe Unze, also halbe Unze muss irgendwann vor 2016 gewesen sein, also die Auflage von der Münze. Und die wurde versteigert bei einer Auktion. Wenn man sich betrachtet, den aktuellen Goldpreis, da liegen wir bei einer halben Unze bei ca. 750 bis 770 Euro. Und der ging bei dieser Auktion raus, eine halbe Unze China Panda, für 5.200 Euro. Und da habe ich wieder gesehen, dass es schon Sinn macht, mal andere, auch Goldmünzen zu kaufen, als jetzt ein Krügerrand, ein Maybelline oder Känguru, weil halt da ganz besondere, ja, ganz andere Dinge passieren können, als bei Standard-Goldmünzen. Deshalb China Panda, einfach mal drüber nachdenken, ob das was für Sie wäre, 30 Gramm. Auch jedes Jahr ein wechselndes Münzbild, wie gesagt, mit der Geschichte im Hintergrund, die ich selbst erlebt habe, Auktion, 750 Euro circa Wert und geht für 5.200 Euro raus, was eine verrückte Wertentwicklung ist. Also einiges über den Goldpreis. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen was zeigen zum Silberpanda und zum Goldpanda. Und geben Sie mir einen Daumen hoch, wenn es Ihnen gefallen hat. Aktivieren Sie die Glocke, wenn Sie Abonnent unseres Kanals. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis bald. Danke. Tschüss.